Hallo, hier ist Philipp Haas von Investor Search Aktienbildung und hier möchte ich euch Rentablo präsentieren. Rentablo macht eigentlich zwei Sachen. Einerseits ist es ein Finanzmanager, das heißt, ich kann da mein Vermögen tracken und wie sich das entwickelt in der App, aber auch online ein bisschen analysieren, weil es ja bei vielen Online-Brokern nicht so userfreundlich gemacht wird. Und was vielleicht spannend ist, vor allem für Leute, die in Fonds investiert haben oder in Fonds investieren wollen, ich kann hier alle meine Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen, plus ich kriege sogar noch die Vertriebsprovision zurück. Ja, weil Ausgabeaufschlag ist das eine, diese 5%. Da gibt es im Internet auch ein paar Angebote, wo man sich sparen kann bei vielen Discount-Broker. Aber oft gibt es noch eine Bestandsprovision. Wir sehen es hier, wo dann zum Beispiel früher der Finanzberater 0,7% oder 1% zurückbekommen hat und das jedes Jahr. Und das schüttet Rentablo aus oder zumindest die Hälfte. Man kann auch sagen, dass sie alles ausschütten, dann muss man, das ist dann das Cashback 100. Dann muss man allerdings 15 Euro im Monat zahlen, was aber für den Service fair ist und sich so ab 75.000 Euro lohnt. Ich denke, für die meisten wird eher dann das Cashback 50 in Frage kommen, kann man natürlich auch ändern. Ja, also für alle, die Fonds kaufen wollen, ist das, glaube ich, ein interessanter Service, vor allem mit der Usability. Die haben auch ein Crowd-Investing bei Seedmatch gemacht. Ja, da haben sie 500.000 aufgenommen im Juli 2019 und damit sind sie natürlich auch ein bisschen bekannter geworden. Aber jetzt registrieren wir uns mal, um zu zeigen, wie das funktioniert. Okay, ich kann hier auch zum Beispiel auch die Depot-Analyse machen. Das sieht wirklich relativ gut aus. Werde ich mal nutzen und vielleicht dann auch für mein Fonddepot integrieren. Also wenn wir uns jetzt registrieren wollen, dann gehen wir einfach auf die Homepage. Hier haben sie auch nochmal so einen Banking-Chap Award gewonnen. Wurden auch schon in den verschiedenen Medien gefeatured. Und ich glaube, es hilft einfach so ein bisschen, wenn man die Sachen besser analysieren kann, dass man da einfach besser spart und macht einfach mehr Spaß. Jetzt gebe ich mal meine Daten ein. Klick auf Registrieren und jetzt bekomme ich eine E-Mail, womit ich mich dann anmelden kann. So sieht diese E-Mail aus. Dann klicke ich einfach auf den Link, ist meine Registrierung bestätigt und jetzt muss ich noch einen Sicherheits-PIN festlegen. Kennt man auch von diesen Neobanken, womit ich mich einfach schnell einloggen kann. So sieht jetzt mein Dashboard aus. Da kann ich zum Beispiel ein Depot anlegen, welche Sachen ich da drin habe. Bei einigen wird es dann automatisch eingezogen, bei anderen muss ich das manuell machen. Jetzt kann ich hier ein Investment dazufügen. Zum Beispiel sage ich jetzt, ich habe den DWS Top Dividende. Suche ich den mal. Genau. Sage, ich habe den hier gekauft und ich habe 10 davon gekauft. Was vielleicht auch wirklich gut ist, dass man hier auch begründet. Also eigentlich sollte man ja auch so ein Tagebuch führen, warum man das eine gekauft hat. Macht man im Zweifel normal nicht. Und sowas, glaube ich, kann jemandem das erleichtern, dass man das macht. Jetzt kann ich das speichern. Sehe jetzt hier dieses Investment drin. Immerhin 3% der anderen Nutzer haben das auch. Zum Beispiel auch spannend. Ich sehe hier, wie es sich verändert hat, auch inklusive Ausschüttung, die es jetzt noch nicht gibt. Jetzt müsste hier noch ein Chart kommen. Hier sehe ich die Wertentwicklung von meinem Portfolio. Ich kann Cashflow analysieren, indem ich zum Beispiel Depots importiere. Ja, das gleiche auch bei Versicherungen zum Beispiel, Lebensversicherungen etc. Vor allem als Honorarberater. Hier kann ich zum Beispiel jetzt ein Konto bei Onvista, also bei deutschen Brokern, kann ich das integrieren. Bei internationalen wird es schwieriger sein. Das Problem ist auch, durch diese neue PSD2-Reform ist das alles so ein bisschen, bei einem funktioniert es, bei anderen nicht. Wenn ich jetzt nicht viele Investments habe, zum Beispiel 5 Fonds oder 5 ETFs, kann man das natürlich alles auch gut manuell machen. Wenn man jetzt viele Aktien hat, ist es wahrscheinlich ein bisschen aufwendig. Trotzdem hat es natürlich, glaube ich, gerade für einen normalen Privatkunden, der nicht so viel hat, macht es sehr, sehr viel Sinn, da man hier zum Beispiel sich Geld zurückholen kann, aber auch die Sachen gut analysieren kann. Also, aber sie sind halt, wie gesagt, mit diesem Dashboard gestartet. Und womit sie jetzt ein bisschen Geld verdienen oder womit man, was für Fondssparer interessant ist, ist dieses Fonds Cashback. Und jetzt können wir zum Beispiel sagen, vor allem wenn die halt wissen, wie viel man da sparen könnte,
ich gehe jetzt mal die Cashback 50, weil ich hier jetzt nicht so viel investiert habe oder nicht werde. Ich bin jetzt noch nicht Kunde von einem dieser Partnerbanken. Wenn man schon bei Kontendirekt oder Ebase oder DAB Kunde ist, ist es noch einfacher. Da muss man einfach nur Rentablo als Verwalter eintragen. Wenn ich das noch nicht bin, dann klicke ich jetzt hier Nein, was muss ich tun? Und sie sagen selber, dass die Comdirect Bank eigentlich am besten ist. Finde ich auch, weil es ist sehr groß, die Bank, und die erstattet auch alle Kosten. Jetzt gebe ich hier mal meine typischen Daten ein und drücke auf Weiter. Jetzt habe ich hier diese verschiedene Konditionsmodelle. Bei Comdirect, also Fonds kaufen, ist dort nicht umsonst. Ich kann mich jetzt hier das für Modell 3 oder 5 entscheiden. 8.000 Euro pro Order werde ich nicht haben. Da kann man dann eine Flat-Fee von 20 Euro haben. Wenn man bis 8.000 Euro ausgibt, was ich jetzt eher machen würde, ist 0,25 des Order-Volumens. Also mindestens 10 Euro ist jetzt nicht super günstig. Aber beim Fonds sparen ist es ja nicht so schlimm, da ich ja normalerweise einmal einen Fonds für ein paar Jahre kaufe und dann nicht mehr viel handel. Jetzt gebe ich hier zum Beispiel meine Bankkonto an, wo das Cashback hin überwiesen werden soll. Ich habe jetzt keinen Promotionscode. Vielleicht gibt es das von irgendwelchen anderen Webseiten. Und jetzt kann ich die PDF-Dokumente generieren. Jetzt muss ich dieses Formular noch ausfüllen. Könnte man natürlich noch online mehr und besser machen. Aber muss man auch nur einmal machen. Und mit diesem Dokument gehe ich dann zur Post und kann mich mit Postident identifizieren und I'm ready to go. Ja, also es ist nicht ganz so schnell wie eine Neobank, aber wenn man sich mal eine 20 Minuten Zeit nimmt, durchaus zu machen. So meldet man sich also bei Rentablo an, vor allem wenn man dieses Cashback machen will. Ich finde aber allein schon, wenn man das selbst keine Fonds hat, ist es nicht schlecht, hier seine Sachen irgendwie zu tracken. Ich mache das oft noch mit Excel. Kann man auch hier dann einfacher machen. Wobei halt immer, wenn man dann viele komplizierte Sachen hat, muss man dann viel manuell machen. Trotzdem ist das eine gute Idee. Also meine Meinung zu Rentablo. Wer Fonds hat, sollte sich das auf jeden Fall anschauen. Der Link zur Registrierung ist auch in der Videobeschreibung drin. Gerne nutzen, würde ich mich freuen. Ansonsten natürlich auch gerne euer Feedback posten und kommentieren. Ich werde das jetzt hier mal testen und dann auch regelmäßig drüber berichten.